Wir werden von Leuten schikaniert, die von der Landwirtschaft keine Ahnung haben. Wir sind heute hier, um ein klares Zeichen nach Berlin zu senden. Hier passt was nicht. Wir brauchen eine bessere Politik in Berlin. Ampel, reagiere bitte, schalte um. Der Fachkräftemangel fängt leider schon in der Politik bei uns in Berlin an. Bauern sind keine Chaoten oder keine Klimakleber. Schon im Vorfeld, vor den Bauerndemos in dieser Protestwoche, hat es gebrodelt. Gibt es einen Generalstreik, einen Bauernaufstand, gar einen Bauernkrieg? Wegen 21 Cent gestrichener Steuerbefreiung pro Liter Diesel? Nein, die Themen Agrardiesel und die geplante Kfz-Steuer für Traktoren, die schon wieder vom Tisch ist, das allein ist es nicht. Sind wir verantwortlich für einen Haushalt, der gesetzeswidrig ist? Ich bin zur Demo, weil ich gegen die Ampel bin. Jetzt reicht's, sagen die Bauern. Wir haben grundsätzlich und schon seit Jahren die Schnauze voll. Deshalb sind sie diese Woche auf die Straße gegangen. Deiningen im Landkreis Donau-Ries, Montag früh, 5:45. Es ist noch stockdunkel und saukalt. Aber bevor der Berufsverkehr losgeht, wollen Landwirt Maximilian Faul und seine Berufskollegen auf der Straße sein. Du hast mir da einen Gefallen, wenn wir vorne zu schnell sind, gib mir einfach Bescheid, dass wir langsamer sind. Das Ziel Nördlingen. Dort wollen sie mit ihren Traktoren den Verkehr ausbremsen, auf sich aufmerksam machen, demonstrieren. Aber auf sympathische Weise. Die Bauern hoffen auf das Verständnis der Verbraucher. Ziel bei der Demo ist, dass wir ja, auf uns auch bemerkbar machen, dass wir auch miteinander mit der breiten Bevölkerung unseren Unmut kundtun und dass wir einfach miteinander auf die gemeinsame Sache einstehen, weil es betrifft nicht mehr nur die Landwirtschaft, sondern es betrifft auch eigentlich alle Bevölkerungsgruppen mittlerweile. Ich bin jetzt bei Leipzig und schaue so um mich rum und es blinkt einfach so überall. Dass es solche Kreise zieht, hätte ich nicht gedacht. Also ich hätte mit vielen gedacht, aber wir sehen jetzt hier, dass von angrenzenden Mittelfranken, von überall sind Schlepper da, also mit dem hätte ich nicht gerechnet. Dass so eine Resonanz auf das ganze Thema ist. Und man sieht jetzt hier auch wieder Privatleute, die unterwegs sind. Also wow. An jedem Traktor hängt ein Plakat. Max hat einen Lieblingsspruch. Ohne Landwirte wärst ihr hungrig, nackt und nüchtern. Und das ist ein Spruch, der trifft es eigentlich voll auf den Punkt, wenn man sich einfach mal darüber Gedanken macht, was die Menschheit ohne Landwirte wäre. Die Landwirte gibt es schon immer. Wir sind einfach dazu da, die Bevölkerung zu ernähren. Ja, wenn man einfach, wie gesagt, sich da mal darüber Gedanken macht, was dieser Spruch bedeutet, dann denke ich, wird es schnell klar, wie wichtig funktionierende Landwirtschaft für den Fortbestand auch von der Bevölkerung ist. Mittlerweile ist es hell geworden. Viele Leute wollen zur Arbeit und stehen erst mal. Rund 2 Stunden bremsen die Bauern hier die Autofahrer aus. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich eine halbe Stunde später zur Arbeit komme. Also, ja gut, aber grundsätzlich ist es ja gut, dass die Leute mal was sagen oder was machen. Wir befürworten den Protest. Okay, warum? Naja, muss ja irgendwann mal was gegen die Ampel getan werden. Kann ja nicht sein, dass die Regierung mit dem Volk macht, was sie wollen. Jeder muss sich ja mal einmal in Luft machen, ne? Wenn man unzufrieden ist. In München am Odeonsplatz ist es kurz vor 9 noch relativ ruhig. Hier wird es heute eine Großkundgebung geben. Viele Ordner sind schon da. Kein Personal von Security-Firmen, sondern Bäuerinnen und Bauern, die darauf achten, dass Rad- und Rettungswege freigehalten werden und dass sich keine unerwünschten Trittbrettfahrer unter die Demonstranten mischen. Mir ist wichtig, dass einfach da die Bauern und Bäuerinnen da sind, wo es um die Sache geht und nicht die wo irgendwie rechtsradikal Dingern oder irgendwelche Schwurbler oder die, wo irgendwie die Regierung stürzen oder so, die haben da nichts zum Suchen. Man kann es nicht ausschließen, aber ich gehe mal davon aus, dass wir Bauern friedlich demonstrieren und wir hoffen das Beste, aber wir können es nicht ausschließen, das ist klar. Langsam füllt sich der Platz. Bevor es losgeht, ertönt aus den Lautsprechern immer wieder ein Song von den Dorfrockern. Eine Hymne, die sie extra für die Bauern geschrieben haben. Manche Stellen, da wird spendiert und Bauern, die
Schnell wird auch hier klar, es geht nicht nur darum, dass den Bauern eine Steuervergünstigung für Diesel gestrichen werden soll. Die Landwirte fordern eine andere Agrarpolitik. Bei uns ist nicht nur das Agrardiesel das Thema, sondern bei uns ist eher die Importerei von der Ukraine das Riesenthema. Das, was von in Polen nicht mehr reingelassen wird, was zu uns durchgeführt wird, wird momentan für Ramschpreise verballert bei uns, wo wir unser Zeug gar nicht mehr an den Mann bringen und damit die Preise einfach sinken. Wir wollen definitiv, also ich stehe zumindest so dazu, ich will weg von den Subventionen, ich will endlich zu anständigen Preisen und dafür ist eigentlich eine Regierung da. Es ist nicht nur der Agrardiesel, der einen nervt, sondern die ganzen Vorgaben, die Bürokratie und was ganz viele nervt, sind die 4% Flächenstilllegung, die wir jetzt machen müssen. Einfacher Landwirt will auf seinem Grund und Boden Nahrungsmittel anbauen oder Energie erzeugen und nicht einfach stilllegen, weil das nicht das Wesen eines Landwirts ist, dass man Flächen stilllegt. Alfons Bahlmann ist Agrarökonom am Leibniz-Institut und im wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung. Versteht er die Bauern? Protestieren kann man immer. Und das ist immer berechtigt, wenn man sich benachteiligt fühlt. Aber wirklich begründbar ist diese Protestwelle nicht alleine mit den Dieselkürzungen. Das ist wirklich vielleicht ein kleiner Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Die Proteste richten sich wahrscheinlich in Wirklichkeit eher an die Politik mit Blick darauf, dass es doch sehr, sehr viele Unsicherheiten in der Landwirtschaft gibt. Vor allem als tierhaltender Familienbetrieb ist es mir wichtig, auch das Anliegen darzubringen. Wir wollen in Tierwohlstelle investieren. Die Bereitschaft der Bäuerinnen und Bauern ist auf jeden Fall da. Aber wenn ich beispielsweise heute einen Tierwohlstall plane, mit den jetzigen Vorgaben, habe ich überhaupt keine Planungssicherheit, ob die Vorgaben noch in 5 Jahren rechtsmäßig sind oder ob wir das dann alles wieder über den Haufen schmeißen. Und diese fehlende Zukunftssicherheit, die macht einen wirklich traurig und die nimmt einem auch wirklich die Leidenschaft, teilweise da in der Branche weiterhin, ja, Investitionen tätigen zu wollen. Wir haben 2 Kinder, die in der Landwirtschaft die Ausbildung und die Weiterbildung gemacht haben und eigentlich in Zukunft da arbeiten wollen. Und so wie das momentan ist, sieht das nicht so rosig aus. In der Tierhaltung ist schwierig. Stall bauen tut heute niemand mehr. Wir haben die Tierhaltung schon reduziert. Und wie gesagt, wir haben 2 Kinder und das soll irgendwie oder es soll mit denen weitergehen und wir wissen momentan nicht wie. Doch wie ist das jetzt mit dem offiziellen Anlass der Proteste, dem Agrardiesel? Bisher bekommen die deutschen Bauern 21 Cent Rückerstattung pro Liter Diesel, bleiben noch 25 Cent Steuer. Deutschland liegt damit im EU-Vergleich in der Mitte. Die Franzosen zahlen 37, die Österreicher 39 Cent. Kroaten und Belgier dagegen zahlen für Agrardiesel gar keine Steuer. Die Belgier zahlen gar nichts an Agrardiesel, überhaupt nichts. Deswegen von den Leitstollen rüber zum Tanken und wieder rüber. Das ist alles der Krampf. Wir fordern, dass die Mineralbesteuerung gleich gemacht wird, EU-weit. Weil wir bezahlen ja jetzt schon viel mehr Mineralsteuer wie andere Länder. Und dass diese Wettbewerbsverzerrungen einfach abgeschafft werden. In vorderster Reihe präsent am Odeonsplatz die CSU. In den letzten Jahren, nachdem Söder Bäume umarmte und Bienen rettete, war das Verhältnis zu den Bauern ein bisschen abgekühlt. Alles vergessen. Auch dass Ilse Aigner als Bundeslandwirtschaftsministerin mehr Tierschutzvorgaben auf den Weg brachte. Heute geht es offiziell um Agrardiesel. Mit Sicherheit hätte ich solche Entscheidungen nicht mitgetragen, weil das ist echt schwierig gewesen die letzten Jahre für die Landwirtschaft. Und zwar nicht nur die jetzige wegen Geld, sondern auch viele Auflagen, die einfach die Ernährungsproduktion bei uns immer schwieriger machen. Und vor allem die Landwirte haben den Eindruck, dass sie überhaupt nicht mehr gesehen werden, im positiven Sinne gesehen werden. Und wir müssen vielleicht erst mal eine Zeit erleben, wenn wir zu wenig zum Essen haben. Dann wird es wieder geschätzt. In die gleiche Kerbe schlägt Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Karnieber.
andere europäische Mitgliedstaaten, das sind die Landwirte tatsächlich privilegiert, hier den Agrardiesel günstig einzukaufen, eben steuerbegünstigt. Und bei uns in Deutschland kommt dann die Maximalauflage. Also das kann nicht richtig sein, denn die Folge, die Abfolge ist nämlich dann, dass Lebensmittel tatsächlich günstiger aus dem Ausland importiert werden und wir bei uns in unserem Land unsere landwirtschaftlichen Betriebe ja zum Aufgeben regelrecht zwingen. CSU-Europaparlamentarier Manfred Weber aus Niederbayern ist auch in München bei der Bauerndemo. Hat er eine Lösung? Ich will Fairness am europäischen Markt, auch für unsere Bauern, damit sie fair produzieren können. Allerdings muss man sich gut überlegen, ob wir alles in Europa zentral entscheiden müssen. Steuerrecht ist bisher nationale Angelegenheit, wird national entschieden. Und deswegen bin ich eher für einen Wettbewerbsansatz. Zu schauen, wie machen die Franzosen das, wie machen die Österreicher das. Und dann brauchen wir schlicht und einfach eine gute deutsche Regierung, die sich klug verhält und unsere Bauern unterstützt. Wie sich die Landwirtschaft eine solche Unterstützung vorstellt? Der Bauernverband und die Organisation Landwirtschaft verbindet Bayern haben klare Forderungen. Auf Diesel verzichten? Gerne. Wir haben schon unsere heimischen Biokraftstoffe und Bioöle in den Traktoren verfahren. Da wusste man noch gar nicht, dass das Mobilitätswende heißt. Dann hat man uns das über eine Besteuerung verleitet. Nehmen Sie die Besteuerung heimischer Biokraftstoffe zurück, dann ist die Landwirtschaft in ihren Antrieben sofort CO2-neutral. Wir demonstrieren ja nicht nur für uns, für unsere Familien, für unsere Betriebe. Wir ernähren dieses Land. Wir produzieren Lebensmittel. Wir produzieren die Energie, die wir alle täglich brauchen. Wir machen euch satt. Wir machen euer Essen. Die Bauern haben bei Corona und bei allen Krisen dieses Land am Laufen gehalten. Wir stehen jeden Tag auf. Wir fordern nicht mehr Geld mit diesen Aktionen. Wir fordern keine kürzeren Arbeitszeiten. Wir wollen unseren Job für Deutschland machen. Und deswegen frage ich diese Ampel. Wir haben Deutschland am Laufen gehalten. Und ist das jetzt der Dank dafür aus Berlin? Wenn man innerhalb von 10 Jahren in der Bundesrepublik Deutschland von 2014 bis 2024 die Steuereinnahmen von 480 Milliarden, das ist schon eine Zahl, die kann ich mir in meinem kleinen Hirn gar nicht mehr vorstellen, die vielen Nullen da hinten dran, die muss ich mir aufschreiben. Und mittlerweile sind wir bei fast 1 Billion Euro. 1 Billion, nur in Deutschland. Und diese Bundesregierung kommt mit diesem Geld nicht klar. Können die das dann? Sind sie in der Lage, uns zu regieren? Und wenn man dann immer noch mehr obendrauf sattelt, den Leistungsträgern in diesem Land immer mehr und immer noch tiefer in die Tasche greift, dann ist es doch kein Wunder, wenn irgendwann mal die Gesellschaft aufsteht und wir als Speerspitze vorn dran und wir uns das einfach nicht mehr bieten lassen. Ein Argument, das bei allen Demos in ganz Bayern im Vordergrund steht: Wenn die Politik so weitermacht, wird es in Deutschland bald keine Bauern mehr geben. Wir haben natürlich in Deutschland einige Standorte, insbesondere Mittelgebirgsstandorte, wo natürlich tatsächlich die Gefahr ist, wenn Subventionen gekürzt werden, dass dort dann keine Betriebe mehr rentabel wirtschaften können. Da muss man vielleicht dann auch zielgerichtet Maßnahmen ergreifen. Aber insgesamt auf allen normalen Standorten oder besseren Standorten reißen sich heute die Landwirte gegenseitig darum, Flächen zu pachten. Und wenn Betriebe aufhören im Rahmen des Strukturwandels, gibt es sofort andere Betriebe in der Nachbarschaft oder Umgebung, die sofort liebend gern die Flächen übernehmen. Doch leere Kuh- oder Schweineställe übernimmt keiner, argumentieren die Bauern. Schon jetzt werde Schweinefleisch aus Spanien oder Dänemark importiert. In München und auch an allen anderen Demonstrationsorten sind sich alle einig, auch Nicht-Landwirte, so kann es nicht weitergehen. Ich habe einen Haufen Freunde, wir sind aus Allach und wir haben einen Haufen Landwirte, bekannte Freunde und die sind wir da zur Unterstützung halt. Ich komme aus Hamburg, ich bin jetzt tatsächlich hierher gekommen, auch wegen der Demo, weil ich halt einfach sehe, dass es mit der Politik so nicht weitergehen kann, wie das im Moment ist. Das ist die reinste Katastrophe. Wir haben uns angeschlossen, wir sind eigentlich von der Bauindustrie
Wir kämpfen mit der höheren Maut, mit den höheren Auflagen, Genehmigungen, Ausnahmegenehmigungen für selbstfahrende Erbemaschinen sind eigentlich auch um 80% und mehr gestiegen. Ja? Auflagen sind verschärft. Unsere Brücken sind immer mehr marode, wo ich nicht mehr drüber fahren kann. Muss ich eigentlich den doppelten und den dreifachen Weg manchmal fahren, dass ich überhaupt an mein Ziel komme. Wenn wir kein Essen haben, dann geht es alle Bürger an, nicht nur die Bauern und die Landwirte. Wir sind froh, dass wir hier sind und zwar stellvertretend für alle Sparten. Also ich bin Krankenschwester. Mein Mann hat einen LKW und von dem her, wir sind da für mit alle zusammen. Ich sag's Ihnen, ich war noch nie in meinem ganzen Leben auf einer Demo. Aber ich wollte jetzt mal hierher kommen, um quasi meine Solidarität zu zeigen. Ein paar Tage vor der Protestwoche auf dem Betrieb von Landwirt Maximilian Faul im Landkreis Donau-Ries. 170 Hektar Ackerland bewirtschaftet er nach Naturlandrichtlinien. Für den Biobauern ist chemischer Pflanzenschutz tabu. Das Unkraut auf seinen Flächen bekämpft er mechanisch. Was bedeutet, er braucht seinen Traktor viel öfter als ein konventioneller Bauer. Der große Unterschied ist zwischen Bio und konventionell. Es spielt im konventionellen Bereich natürlich die Bodenbearbeitung auch eine große Rolle. Man sieht es jetzt auch hier, wir haben relativ viele verschiedenste Geräte, um einfach für jeden Arbeitszweck dann das passende Gerät dann irgendwo zu haben. Zuckerrüben, Mais und Gemüse. Gerade im Frühjahr ist halt, wie gesagt, zentraler Baustein das Thema Unkrautbekämpfung. Da sind dann manchmal zwei Schlepper mit dem Hackgerät unterwegs, ein Schlepper mit dem Striegel unterwegs, um einfach dann wirklich entsprechend das Unkraut dann in den Griff irgendwo zu bekommen. Der Biobauer braucht für seine Traktoren viel Treibstoff. Fällt die Steuererleichterung für Agrardiesel weg, bedeutet das für ihn einiges an Mehrkosten. Also da sind jetzt quasi unsere Anträge drin an das Hauptzollamt, wo wir bis jetzt jedes Jahr dann den Antrag bestellt haben für diese Gasölbeihilfe, wo wir dann diese Erstattung dann für unserem Kraftstoff, unserem Dieselverbrauch dann bekommen haben. Wie viel ist denn da zusammengekommen letztes Jahr? Ja, das waren bei uns knapp 6.000 Euro, die wir hier bekommen haben. In Zukunft also 6.000 Euro weniger. Für einen großen Ackerbaubetrieb nicht existenzgefährdend, aber doch ein Batzen Geld. Aber könnte er dann nicht höhere Preise für seine Produkte verlangen? Wir als Landwirte sind natürlich immer der Letzte in der Wertschöpfungskette. Und wir können natürlich solche Mehrkosten, oder ich bezeichne es als Mehrkosten, dann eigentlich nur bedingt weitergeben. Weil einfach gerade Lebensmitteleinzelhandel, solche Geschichten, dann natürlich ungern was davon wissen wollen. Und wir dann oft auf solche Geschichten dann sitzen bleiben. Aber auch ihn frustriert nicht nur das Agrardieselthema. Schon vor 4 Jahren gab es große Bauerndemos. Die Bundesregierung war damals eine andere. Es ist noch nicht so allzu lange her, da waren die Landwirte schon mal auf der Straße. Da hatten wir eine große Koalition, auch unter Führung von der CDU-CSU, die sich momentan dafür rühmen, dass sie wieder auf der Seite der Landwirtschaft stehen. Weil klar, sie sind jetzt in der Opposition, da kann man leicht große Sprüche machen. Und das muss man immer wieder auch dazu sagen, das ist eigentlich ein Unmut der ganzen Politik mittlerweile gegenüber. Also ich glaube auch nicht mehr, dass das sonderlich spezifisch irgendeiner Partei gegenüber ist, sondern dass einfach die Landwirte die Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte einfach satt haben. Die Demos sind durchaus ein Risiko für die Landwirte. Wird es gelingen, der Bevölkerung klarzumachen, wenn ihr im Stau steht, dann für eine gute Sache? Auf der Autobahn A9 von Nürnberg in Richtung München ist am Montag früh alles entspannt. Bleibt das so? Landwirte haben Sternfahrten mit ihren Traktoren zu Versammlungen geplant. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen. 7 Uhr, Ausfahrt Lenting, nördlich von Ingolstadt. Hier fahren viele Pendler raus auf dem Weg zu Audi. Rund um einen Kreisverkehr staut es sich. Die Traktoren werden immer mehr, geschätzt an die 100. Und eingeklemmt dazwischen, Pkw, Pendler, Frühaufsteher. Ich akzeptiere es. Es war ja vorher angekündigt. Ich komme damit klar. Ich habe viel Zeit. Ich fahre da gern hinterher und gucke denen zu. Irgendeiner muss ja mal die Klappe aufmachen. Sie haben einfach ein Problem. Sie wollen es von den Bauern nehmen, das Geld, was sie vergeigt haben, die Regierung. Die sagen einfach, wir lassen es uns nicht nehmen. Ist ja auch richtig, dass wir einen normalen Sprit und alles haben. Auch wenn alle stehen, egal wen man hier fragt, die Unterstützung für die Bauern ist groß. Die Strategie der Landwirte scheint aufzugehen. Wir haben da einen Zweck und deswegen machen wir das. Und
Genau, wir machen das nicht ohne Grund. Und das ist ja nur für bestimmte Zeit und dann kann man das schon mal machen. Das macht's. Macht super viel Spaß. Ja, damit sie es sehen, die sollen was merken. Die Aufrede schaffen wir schon damit. Passieren darf halt nichts. Lieber fahren wir ein bisschen langsamer. Und es werden halt ständig so Überholmanöver, das ist schon manchmal sehr grenzwertig. Also hoffen wir, dass nichts passiert. Es ist nichts passiert. Und auch hier nicht in Cham. Am frühen Montagabend um kurz nach 5:30 füllt sich der Volksfestplatz. Nicht nur Bauern, auch Spediteure und Mittelständler sind unterwegs. Es geht um alles. Es werden Steuern erhöht, alles wird teurer. Jeder muss schauen, dass mein Geld irgendwo geht. Also irgendwann machen wir da mal etwas da und der Tag ist halt heute. Die Stimmung ist trotz der Kälte gut. Die Teilnehmer betonen immer wieder den Zusammenhalt untereinander. Per WhatsApp sind die Landwirte in den vergangenen Tagen informiert worden. Die Organisatoren des Cham Bauernprotestes sind zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Es war also letzte Woche eigentlich ein Fulltime-Job. Ich habe nicht gewusst, dass man mit Sprachnachrichten anhören so viel Zeit verbringen kann. Aber wenn man den heutigen Tag sieht, sehe ich das absolut für die richtige Entscheidung. Der Höhepunkt auf dem Volksfestplatz in Cham. Eine große Kundgebung. Mehrere tausend Teilnehmer zählen die Organisatoren. Die Landwirte hoffen, dass der Tag die Politik zum Nachdenken gebracht hat. Meine Meinung ist halt, zuerst mal mich um mein Land und meine Sache kümmern. Und wenn es denen alle gut geht, dann kann ich versuchen, dass ich in andere Länder was mache. Also ich habe in unserem Raum ein wenig nachgefragt. Heute war jetzt keiner dabei gewesen, der was dagegen gewesen ist. Jeder hat gesagt, macht das. Es kann schon besser werden. Sollten ihre Forderungen nicht umgesetzt werden, wollen die Oberpfälzer Bauern weiter protestieren. Bauerndemos in ganz Bayern. In diesem Ausmaß hat es das vermutlich bisher noch nie gegeben. Aus allen Regionen kommen Meldungen, es rührt sich was. Die Stimmung in München am Odeonsplatz ist gut. Und wird noch besser, als er erscheint. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der erst kurz vor Schluss kommt, weil er vorher in Landshut geredet hat. Ein Bart in der Menge, ein Selfie mit Hupsi. Der Schattenlandwirtschaftsminister ist der Publikumsliebling. Er dagegen ist der einzige Politiker, der auf die Bühne darf. Karl Beer, Bundestagsabgeordneter der Grünen. Die Veranstalter haben ihn eingeladen, als Vertreter der Ampelregierung zu sprechen. Wir haben nicht fertig als Regierung, wir machen unsere Arbeit. Und wir räumen gerade auf, was die alte Regierung 10 Jahre verschlafen hat. Und wir werden Gesetze ändern, damit die hunderttausenden Betriebe, die verderbliche Ware produzieren, wie Milch oder Gemüse, eine bessere Verhandlungsposition kriegen gegen die 4 Supermarktketten in Deutschland. Wer behauptet, dass die Bundesregierung die Landwirtschaft völlig egal ist, der behauptet etwas Falsches. Karl Beer kann sich kaum Gehör verschaffen. Und deswegen bitte jetzt, bitte seid ein bisschen ruhig und hören wir kein Bär zu. Blockiert nicht Straßen, damit er mehr Subventionen aus dem Steuersäckel bekommt. Dieser Appell kommt nicht gut an. Wenn ein Politiker eine demokratische Demonstration, eine Willensbekundung der Bevölkerung als Erpressungsversuch betitelt, dann hat er ein falsches Verständnis von Demokratie. Polizisten begleiten den grünen Abgeordneten von der Bühne. Er trägt es mit Fassung. Es ist aus Sicht der Bauern sehr sinnvoll, dass die auch weiterhin demonstrieren, wenn sie nicht zufrieden sind. Ich habe auch schon sehr viel demonstriert in meinem Leben und ich habe damit Sachen erreicht, aber nie 100% von dem, was ich wollte. Bis auf die lautstarken Buhrufe gegen Karl Beer verläuft die Demo am Münchner Odeonsplatz friedlich. Bei der Polizei ist man erleichtert. Allein in München rund 5.500 Traktoren.
Die Schlepper stehen auf der Ludwigs- und Leopoldstraße bis zur Münchner Freiheit. Ein Teil muss sogar auf die Theresienwiese und in Seitenstraßen umgeleitet werden. Eine Herausforderung für alle Beteiligten. Am frühen Morgen waren manche noch ein bisschen nervös, andere entspannt. Und es gab eine durchaus ernste Aufforderung. Keine Mistgabeln, keine Sensen, keine Dreschschläger, ähnliches, womit man Leute verletzen kann. Wir demonstrieren heute friedlich. Ihr habt alle schöne Schilder dabei, ihr habt wunderbare Fahnen dabei, ihr habt Schlepper dabei. Das langt völlig. Die Bilanz der Polizei am Montagnachmittag. Also der Verlauf hier der Versammlung ist nach meinem letzten Kenntnisstand hier friedlich gewesen. Wir haben hier etwa 8000 Teilnehmer gezählt. Und die Versammlung, so wie es jetzt hier ausschaut, wird hier störungsfrei zu Ende gehen. Zurück nach Nördlingen im Landkreis Donau-Ries. Hunderte von Traktoren haben sich am Vormittag auf der Kaiserwiese versammelt. Die Stimmung ist gut. Die Landwirte bekommen großen Zuspruch. Dennoch taucht an diesem Montag immer wieder die Frage auf, sind die Bauern vergleichbar mit den Klimaklebern? Wir haben aber den Verkehr nicht blockiert. Wir haben halt ein bisschen einen Stau verursacht. Wir haben aber den Verkehr nicht blockiert. Wir haben immer wieder auch geschaut, dass wir gewisse Blockaden im Kreisverkehr einfach schnell auflösen, dass wir einen Verkehrsfluss herbringen. Und ich denke, das brauchen wir uns nicht vorwerfen, dass er das da. Also wir haben schon geschaut, dass das Ganze rund läuft. Aber noch was wird in diesen Tagen immer wieder in die Diskussion geworfen. Wieso bekommen Landwirte eigentlich seit Jahrzehnten Subventionen? Diese Subventionen sind dazu da, dass man bei uns in Deutschland die Lebensmittelpreise niedrig hält und sind ja für uns auch Ausgleichszahlungen, dass wir in Deutschland, hier in Bayern, sehr, sehr hohe Standards einzuhalten zu haben im Vergleich zu unseren Kollegen im Ausland. Und das ist einfach das Problem, dass wir zu den Konditionen, zu den Preisen aus Übersee gar nicht produzieren können, weil wir einfach wesentlich höhere Standards haben. Und wenn wir weiterhin existieren wollen, brauchen wir auch diese Subventionen, weil es sonst nicht geht. Viel lieber wären Maximilian Faul aber statt Subventionen gerechte Erzeugerpreise. Wunschdenken? Diese Argumentation, wir brauchen so etwas wie kostendeckende Preise oder gerechte Preise, die ist eigentlich uralt, aber wir wissen, dass alle staatlichen Versuche, so etwas zu ermöglichen, in der Vergangenheit gescheitert sind. Die haben insbesondere in den 70er und 80er Jahren zu Butterbergen und Milchseen geführt. Also die Vorstellung, dass es so etwas wie faire oder gerechte Preise geben kann, ist in einem freien Markt nicht realisierbar. Wie wird es jetzt weitergehen? Die Kfz-Steuer für Traktoren hat die Ampelregierung bereits vor der Protestwoche schon wieder einkassiert. Beim Agrardiesel will die Regierung hart bleiben und ihre Sparpläne durchziehen. Gestreckt auf 3 Jahre, das ist der Kompromissvorschlag, den die Landwirte ablehnen. Am Montag soll es neben einer großen Demo in Berlin Gespräche geben zwischen Politikern und Bauernvertretern. Ausgang offen. Für Landwirt Maximilian Faul und Tausende seiner Berufskollegen aus ganz Deutschland heißt es vorerst, der Protest geht weiter. Das war jetzt noch nicht alles. Noch mehr spannende Geschichten aus der Land- und Forstwirtschaft gibt es in der ARD-Mediathek. Und ihr könnt natürlich auch gern unseren Kanal abonnieren. Aktuelle Themen, Geschichten von den Höfen und Herausforderungen für Bäuerinnen und Bauern. Schaut's gern vorbei.